Heute spielen wir Rainbow Friends Chapter 2. Rainbow Friends ist eines der beliebtesten Roblox-Spiele und jetzt wurde Chapter 2 veröffentlicht. Wir entdecken die brandneue riesengroße Map und lernen alle brandneuen geheimen Monster kennen. Nein, Cyan ist da. Wir spielen das ganze Spiel komplett und schalten sogar das geheime Ende frei, das du auf keinen Fall verpassen willst. Los geht's und damit hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Rainbow Friends Chapter 2. Ihr habt es richtig gehört. Es wurde nach langer, langer Zeit nach Chapter 1 endlich Chapter Nummer 2 veröffentlicht. Oh ja, Freunde, wir wissen ja, beim letzten Chapter 1 sind wir hier aus der Fabrik von Blue hier abgehauen. Oh ja, und sind jetzt quasi auf der Flucht. Und was uns jetzt alles im zweiten Teil erwarten wird, es wird anscheinend eine neue Map gehen, es soll neue Monster geben, es soll alles neu sein. Ein komplett neues Spiel und wir werden es jetzt, das brandneue Chapter 2, zusammen austesten und schon sagen, let's go. Yo, hier ist sogar ein Axolotl, was geht ab, ey? Oh ja, jeder ist auf jeden Fall hyped auf Chapter 2. Ich meine, es hat auch lange genug gedauert. Okay, wir klettern über den Zaun. Okay, das bedeutet, wir sind ausgebrochen. Ihr seht es, Chapter 2 Oddworld, so heißt der ganze Teil. Wir sind jetzt ausgebrochen vor Blue. Blue wurde zurückgelassen und wir klettern jetzt anscheinend über den Zaun. Aha, aha, interessant. Und, oh, ich bin so aufgeregt. Okay, okay, das Spiel beginnt. Okay, wir sind auf der Flucht. Wir sind auf der Flucht. Wir sind hier in First Person. Das ist wie in einem Film oder sowas. Und, yo, okay, da rennen wir alle weg. Das sind jetzt hier alle Teilnehmer, alle Spieler, die es geschafft haben. Okay, wer ist er hier? Okay, anscheinend ein neuer Charakter oder irgendwie sowas. Blöde Sicherheitsmaßnahme. Ab geht es und... Hallo? Na, was geht ab? Stören wir dich oder so? Mamma mia, wer seid ihr denn? Was zum Teufel? Was macht ihr hier draußen? Also da waren bloß Monster verdammt nochmal. Wir sind abgehauen und wir sind weggerannt und... Jo, was geht ab? Okay, okay, okay. Monster sagt ihr? Ich bin mir nicht sicher, das ist alles nur eure Einbildung. Okay, Freunde, das bedeutet, dieser mysteriöse Mann glaubt uns nicht. Ja, wenn ihr mal schon hier seid, könnt ihr mir helfen, auf SOS nicht zu finden. Jeder Freizeitpark hat einen. Wir sollen also irgendeinem fremden Mann helfen, den wir nicht kennen, den wir seit 10 Sekunden kennengelernt haben? Ja, wieso nicht? Okay, nicht betreten steht da. Oh, das Red. Red, der Wissenschaftler. Okay, der Rainbow Friends, was tut er? Und, okay, er lässt die Rainbow Friends frei. Blue und Green. Und ich glaube, damit kann es losgehen in Chapter 2. Das wird ein Riesenspaß. Ich werde die anderen holen. Oh, die anderen. Oh mein Gott, das bedeutet, es wird brandneue, geheime, oh, Charakter noch geben. Und da sind wir angekommen. Okay, okay, wir sind jetzt hier auf der neuen Map hier angekommen. Okay, wir müssen auf alles achten. Okay, mein Schild. Okay, ausrutschen, Gefahr. Alles klar, Freunde, das ist schon mal wichtig. Wir haben hier so ein Pilzbiom oder sowas am Start. Interessant, interessant. Oh, wir haben hier sogar... Sind das so Laserguns oder irgendwie sowas? Jo, das ist ja wie Lasertag hier. Okay, das ist ja quasi hier der Freizeitpark. Oh mein Gott. Da haben wir... Oh, das Riesenrad von Blue haben wir am Start. Wir haben hier Axolotl. Was geht ab? Er ist schon fleißig. Okay, wir müssen hier Lampen finden. 25 Lampen müssen wir jetzt auf jeden Fall finden. Aber ich würde sagen, wir erkunden die Map. Wir erkunden als erstmal die Map. Okay, wir haben erstmal einen Karton. Jo, okay, der Karton klappt. Der ist auch groß genug. Wir passen drunter. Okay, let's go. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt an allen vorbei und schauen uns mal hier ein bisschen. Oh, da haben wir das Riesenrad. Was ist hier? Yo, eine Zipline, wie cool. Oh. Und, okay, wer ist er? Das ist anscheinend die Höhle von Orange hier. Und die wird anscheinend bewacht von ihm hier. Ich glaube, ihm sollten wir uns lieber nicht nähern. Okay, lass uns mal ein bisschen weiter umschauen. Okay, das Blue. Okay, rennt weg. Wir alle gleichzeitig in Karton gehen. Ich bin nur ein Paket. La, 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 la. Okay, okay. Keiner wird geschnappt. Oh mein Gott, wie wir alle hier sind. Wie wir alle hier sind. Wir müssen echt aufpassen. Wir müssen echt aufpassen. Das bedeutet, Nacht Nummer 1 ist bis jetzt nur Blue da. Ich bin so gespannt auf die neuen Monster.
die uns hier noch erwarten werden. Okidoki, Freunde. Jetzt ganz, ganz falsch. Okay, raus aus dem Karton. Oh mein Gott, das Green. Junge, was macht der denn hier? Ab geht es rein. Wie viel könntest du hier draufsetzen? Okay, let's go. Und, oh was, es geht los, sogar in der Box. Er hat Angst, also, Alter, Mann, ihr holt mich hier nicht raus aus der Box. Oh, let's go, wie cool. Er ist einfach mit der Box mitgefahren. Ey, das ist ja, die ist ja riesengroß, die Map einfach. Hier gibt es noch so ein kleines Pilzbiom. Was steht da? Lasertag, okay. Mit Lasertag hat man anscheinend recht gehabt. Das ist ja riesengroß in die Map. Hier gibt es den Mitarbeiterraum. Okay, okay. Lass uns mal hier reinschauen. Vielleicht haben wir hier irgendwas im Mitarbeiterraum. Oh, hier ist der König. Ich glaube, das ist der Thron von Blue hier mit der Krone, schätze ich mal. Boah, das ist ja riesengroß hier. Was gibt es hier bitte alles, für verrückte Bereiche zu erkundigen. Okay, hier ist noch so ein kleiner Mitarbeiterraum. Was steht hier? Ah, Feuerwerke. Aha, aha, aha. Interessant, aber ansonsten gibt es hier nicht. Oh, was steht hier? Die Duschen funktionieren im Moment nicht. Jo, ja, so riecht die auch alle verdammt normal. Jo, er denkt so, Mama Mia, ich muss duschen. Okay, aber die Duschen funktionieren anscheinend nicht hier in diesem Freizeitpark. Okay, wir kommen wieder hier raus bei Orange. Purples Gebiet. Oh, okay, ich weiß nicht, ob wir da runtergehen sollten. Hier soll anscheinend Purple. Oh. Irgendwo sei natürlich hier schon Blut. Oh mein Gott. Wir gehen lieber in den Karton. Alle hoppa. Wir sind wieder im Karton drin. Ich glaube, da oben ist der. Und ich höre auch Green die ganze Zeit hier rumquietschen. Was ist das hier für ein Bereich? Ist das so ein Labyrinth? So ein Nebellabyrinth von Purple? Ich glaube, da sollten wir... Hallo? Jetzt hier wer? Freunde, wir schauen uns mal hier ein bisschen um in diesem Labyrinth. Das ist anscheinend ein... Oh mein Gott. Ist hier Purple drin? Ist hier Purple drin? Ich weiß nicht. Wir gehen mal vorsichtig... Oh, nach oben. Was ist das denn jetzt hier für ein riesengroßer Bereich hier? Okay, wir sind, hier sind überall so Planeten und sowas. Junge, Junge, Junge. Das ist ja riesengroß hier die Map. Das kann man ja gar nicht mit Chapter 1 vergleichen. Das ist ja richtig cool, okay? Jo, dann würde ich sagen, alles klar. Habt ihr Lust auf ein kleines Wettrennen? Warte mal, können wir da rein? Jo, warte mal, er ist im Auto drin. Halskarton. Halskarton ist im Auto und let's go. Wie cool ist... Ey, wie cool ist das denn? Ab in die Bus, yeah! Wir fahren jetzt hier wie in Mario Kart einfach auf der Rainbow-Strecke bei den Rainbow Friends. Autsch. Okay, ich glaube, wir sollten mal... Oh, ich glaube, wir sollten mal helfen. Ich glaube, wir sollten mal den anderen Spieler helfen hier, diese Taschenlampe zu finden. Okay, drei Stück noch. Drei Taschenlampen brauchen wir doch insgesamt. Nichts leichter wie das. Die werden wir auch finden. Kollege, wieso bist du im Karton? Hier ist kein Rainbow Friends weit und breit in Sicht hier. Oder vielleicht doch, okay. Hier ist unser Axolotl-Homie. Was geht ab? Okay, das ist das Schloss von Blue. Okay, ich würde sagen, als erstes, Freunde, müssen wir ein bisschen die Map erkunden. Wir haben hier Green, wir haben hier Blue am Start. Aber die Map ist ja so, so riesengroß. Okay, noch zwei Lampen. Bis jetzt habe ich auch nichts beigetragen. Bis jetzt habe ich auch nichts gemacht hier. Alles klar, er ist in der Schatztruhe drin. Und hier sind wir anscheinend eingesperrt. Alles ist so mit elektrischem Zaun oder irgendwie sowas hier. Dass wir nicht rauskommen. Oh, Boy Green. Lalalala, okay. Oh, Boy Blue. Boy Green. Okay, wir gehen weg. Ich glaube, hier sind wir falsch. Leute, alle umdrehen. Alle umdrehen. Ich glaube, hier sind wir falsch. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Was ist das hier für Augen? Okay, irgendwer wurde geschnappt. Irgendwer wurde anscheinend schon gestartet. Dort hinten ist eine Lampe. Komm schon, Leute, wenigstens eine Lampe muss ich finden. Irgendwas muss ich tun. Nein. Er hat die Lampe geholt. Aber es fehlt ja noch eine andere. Wo ist die letzte? Mr. Toast? Okay, er geht weg. Oh mein Gott. Okay, wieso geht er wohl weg? Wegen Blue. Du musst natürlich ein bisschen aufpassen auch, ne? Bisschen aufpassen. Aber, okay, bis jetzt richtig cool. Bis jetzt gefällt mir Chapter 2 sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Okay, er kennt keinen... Oh mein Gott, Junge, was macht er? Was macht er? Er wird geschnappt. Oh, oh. Okay, oh mein Gott, er geht wieder vor Blue weg. Er rennt, rennt weg. Oh mein Gott, was tut er? Er geht einfach vor Blue, geht er einfach wieder raus aus dem Karton, ey. Der spinnt doch. Okay. Wo sind jetzt hier die letzten zwei Lampen? Ja, was geht ab? Axolotl, Motl? Können wir eigentlich mit dem Riesenrad fahren? Leute, das sind ja die wichtigen Fragen. Das sind hier die richtigen Fragen. Ab geht es! Jo! Let's go! Und von hier haben wir nochmal eine perfekte Übersicht über die ganze Map. Boah, das ist so groß hier, dieser Freizeitpark einfach. Ja, das ist krass, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht und, hallo? Ich möchte raus. So, vielen Dank. Gut. Okay, wir haben es geschafft. Oder die anderen Spieler. Wir haben alle Lichtschalter hier gefunden. Und das bedeutet, das Licht wurde repariert. Hey, hat irgendwer was von euch gehört? Wir haben das Licht repariert. Warte, was? Es war wirklich ein SOS-Licht? Ich meine, wow, hier ist ja super darin sein, was zu finden. Ha, wir sind die Besten und... Oh, Mama Mia, da ist Blue, aber ein Monster. Ja, da hat es noch nicht gesehen. Ist das...
Blue? Oh ja, es ist Blue. Wir haben es dir gesagt. Jetzt kommen Weinfehler. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ja, na toll. Das hört sich ja nicht gut an. Vielleicht kann uns das helfen. Was zum Teufel ist das, Freunde? Oh mein Gott, es ist ein neues Monster. Was war das? Okay. Schaut, wer sich entschieden hat, zu kommen. Ich bin überrascht, dass ihr die erste Nacht überlebt habt. Oh mein Gott, okay, das bedeutet einer, rest in peace. Und okay, noch ein paar mehr wurden erledigt. Aber uns Axolotl freut. Okay, wir halten zusammen. Wir halten zusammen. Und jetzt müssen wir anscheinend Gaskanister finden. Let's go, und Feuerlöcher. Komm schon. Jawohl, ich habe auch was getan. So, Leute, und jetzt kann ich mich wieder entspannen und... Oh mein Gott, das Yellow. Oh, nein. Renn weg. Renn. Was soll man tun? Können wir uns verstecken? Oh mein Gott. Das neue Rainbow Friends Monster Yellow. Wer ist er denn? Ist das so ein Dinosaurier? Oh mein Gott. Yellow. Es sieht aus wie so ein Flugdinosaurier. Mit so einem Helikopter oder irgendwie sowas. Mit so einem Helikopter-Ding auf dem Kopf drauf. Junge, wir wurden fast geschnappt, ey. Alter, war das knapp. Aber wir haben einen Feuerlöcher gefunden. Okay, zack. Wir haben sogar den zweiten Feuerlöcher gefunden. Okay, Freunde. Die erste Runde, die erste Nacht. Mit Blue und Green haben wir uns ein bisschen die Map angeschaut. Wir wissen auf jeden Fall ungefähr, wo was ist. Und jetzt... Okay, da ist Green. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Jetzt kommt es auf der Ernst der Lage an. Und wir müssen jetzt hier alle Feuerlöcher finden. Okay, Rainbow Racers. Ah, okay, da war die Strecke. Diese Rainbow Friends. Genau, diese Auto-Mario Kart-Strecke. Gibt es vielleicht hier irgendwo einen Feuerlöcher, den wir finden können? Okay, Freunde, komm, lass uns eine Runde cruisen. Yeah. Aber ich glaube... Okay, hier gibt es nichts. Ey, wer parkt denn hier sein Auto hier mitten auf der Strecke? Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber, okay, anscheinend nicht. Oh, es wurden sogar 10 gefunden. Okay, das bedeutet, 2 haben wir. 10 plus 2, 12. Yo, let's go. Das bedeutet, wir bringen mal ganz schnell die Feuerlöcher wieder zurück zum Platz, wo auch immer das war. Ich glaube, es war am Anfang oder irgendwie sowas. Okay, vor was versteckst du dich? Sehe ich etwa aus wie Blue? Sehe ich etwa aus wie Violett, das neue Monster oder was? Verdammt nochmal. Ey, Toast. Mein Gott, ich dachte, wir wären Freunde, verdammt nochmal. Er versteckt sich einfach vor mir. Sehe ich etwas so ängstlich aus? Okay, wir gehen weiter. Okay, sie rennt weg. Vor was rennt sie weg? Okay, vor nichts. Das bedeutet, zack, let's go, die Feuerlöcher. Let's go, wurde diese Maschine hier reingepackt. 2 Stück. Die allerletzten 2. Wow, oh mein Gott. Nein. Was? Nein, Yellow schnappt uns. Hilfe. Was passiert mit uns? Okay, Junge. Was passiert hier? Ich spinne, Leute. Kann mir irgendwer helfen? Was geht ab? Oh mein Gott. Kann ich hier? Oh, was? Hier wurde Eddie. Yellow hat uns gestoppt. Nein, ich glaube, wir hätten früher losspringen müssen oder irgendwie sowas. Als ob. Okay, Yellow, dumm. Er ist einfach dumm, ja. So habe ich auch gerade gefühlt, ey. Als wir auf einmal von Yellow geschnappt wurden. Okay. Die Maschine ist ready mit den ganzen Feuerlöchern. Lass uns schauen. Ich hoffe, es wird funktionieren. Was haben wir jetzt vor? Wollen wir jetzt die Tür zerstören oder was? Und bam! Was? Jo, was? Junge, wir wurden richtig weggeheatet. Was war das denn? Was kam da raus? Wo bin ich? Oh, Alter, wie bist du denn da nach oben gekommen? Wie bin ich da oben gekommen? Ja, das frage ich mich auch, OP. Und er ist einfach auf dem Turm von Green. Wir wurden richtig weggesteuert. Vor allem, wo sind wir? Alles klar, Angel. Versuch das nochmal. Oh mein Gott. Wir sammeln alle diese Lookies ein, die jetzt verbreitet wurde. Und ich werde den alten Mann am Leben lassen. Ja, alles gut, du kannst ihn haben. Alles klar. Kein Ding, wir kennen ihn eh nicht. Oh mein Gott, okay. Das bedeutet, wir müssen jetzt retten. Und, okay, eine weitere Person wurde erledigt. Okay, wir müssen jetzt hier diese ganzen Köpfe finden. 10 Stück gibt es jetzt, glaube ich. Moin, was geht ab? Diese Glubschaugen hier. Okay, das bedeutet, das sind die ganzen bunten Rainbow-Köpfe. Oh mein Gott, das sind die ganzen bunten Rainbow-Köpfe. Von Red, also von dem Wissenschaftler. Yeah, okay, der Axolotl. Der hat auf jeden Fall auch schon eingefunden. Sehr, sehr gut. Aber wir müssen uns weiter umschauen. Wir gehen auf die Zipline. Wir gehen auf die Zipline. Da oben ist der. Von oben muss der Mann sein. Oh mein Gott, okay, da ist Blue hinter. Ist hier irgendwas? Gibt es da hinten? Was gibt es hier? Können wir hier durchgehen? Können wir anscheinend nicht durchgehen? Und okay. Lalalala, das ist Blue. So, Blue, lass dich einmal kurz durch. Okay, nein. Schnell. Okay, ist mehr Karton drin? Okay, alles gut. Wir sind safe. Wir sind safe. Wir wurden nicht geschnappt. Wir haben bis jetzt nur 3 Köpfe gefunden. Wo können die anderen sein? Ey, sie hat doch einen Kopf. Okay, jetzt schnell wieder raus aus der Box. Das Problem ist, wir können auch immer nur einen einzigen Kopf hier einsammeln. Ich habe so Angst, wo Yellow ist.
wo zum Teufel wird Yellow sein? Ey, das war einfach wirklich so ein Flugdinosaurier oder irgendwie sowas, der uns einfach geschnappt hat und der uns nach oben gebracht hat. Also wir haben Fall Damage erledigt worden. Oh, okay, wir haben hier, oh Junge, wir haben den originalen Red Kopf. Den Tomatenkopf haben wir jetzt hier am Start hier. Let's go. Da würde ich sagen, oh, Green, moin moin, ich muss einmal hier, okay, ich muss da, okay, 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 wir haben ein Problem. Schnell, wir gehen in den Karton. Ah, okay, im Karton verschwindet der Kopf. Das bedeutet, alter Schwede, ja, jetzt haben wir ein Problem. Der Kopf ist da und Green ist da. Und da unten ist auch noch ein Spieler. Wir müssen warten. Wir müssen warten, bis er weggeht. Alles klar. Ganz, ganz vorsichtig. Vielleicht können wir uns noch ganz kurz schnappen. Nee, er rollt weg. Er rollt weg. Er rollt. Schön, alles knapp. Okay. Da war wieder Yellow. Von dem lassen wir uns lieber nicht mehr schnappen und in die Lüfte tragen. Vorsichtig hier vorbei. Können wir hier vorbei? Ja, ne? Okay, aber wir können. Wir spielen Fußball. Wir kicken den Ball jetzt ganz weit weg. So, okay. Ja, ja, noch ein Stück. Wir gehen raus. Okay, ich hab den Kopf. Aber das Problem ist hier. Ich hab ihn wieder fallen lassen. Ey, der Kopf rollt weg. Oh nein, da ist Yellow. Na toll, wir sind ein bisschen jetzt in einer blöden Situation gerade. Yeah, mein absoluter Freund und ich. Zack. Okay, lege die nächsten Köpfe rein. Was macht der hier? Dumm. Alles klar, er chillt einfach im Karton und macht nichts und wartet, bis hier alle Köpfe gefunden haben. Okay, noch zwei Stück gibt es noch. Die allerletzten zwei. Okay, Freunde, wo könnten die jetzt noch versteckt sein? So, auf der Zipline waren wir. Da gehen wir nicht hin. Könnte vielleicht irgendwas auf dem Riesenrad sein? Vielleicht hier unten. Warte, wir können auch hier so. Aha, unten durchgehen. Okay, die nächste Person wurde geschnappt. Die nächste Person. Oh, jo, was ist das für ein krasses Versteck hier? Alter Schwede, hier wird mich keiner finden. Hä? Wir sind sogar eingesperrt. Ah, wir können das Ganze sogar zumachen. Kurze Toilettenpause, Leute. Alles klar. Jo, alles klar. Jo, okay, ich bin fertig. Alles gut. Vielen, vielen Dank. Junge, es ist einfach eine Toilette hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich brauche... Okay, noch einen Kopf. Nein, das ist Yellow. Das ist Yellow. Oh, oh. Oh mein Gott. Sie hat sich weggeschnappt. Yellow hat sich weggeschnappt. Okay. Und alles klar. Oh mein Gott. Wird sie sich wehren können? Und da ist der alte Opa. Oh mein Gott. Da fliegt sie. Junge. Okay, hat sie sich überlebt? Ich weiß nicht. Aber der alte Opa hat es auf jeden Fall überlebt. Guter Job an jeden. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben den alten Mann gerettet, dass Red ihn nicht erledigt. Moin. Na, was geht ab, alter Opi? Wie war es da oben so drauf? Kannst du mal vielleicht ein bisschen bei uns bedanken oder irgendwie sowas? Keine Sorge, mir geht es gut. Es gibt keine Zeit zu verschwenden. Mein erster Fluchtplan ist fehlgeschlagen. Aber es gibt einen anderen Weg hier raus. Ja, okay, dann hau mal raus. Ah, okay, ich verstehe schon. Es gibt einen Weg über die orange Achterbahn. Wir müssen nur finden, um diesen Lucky abzulenken. Wenn ihr nur irgendwo einen Kuchen finden könnte, er würde alles für ein Stück Kuchen machen. Okay, das bedeutet, nächste Mission anscheinend einen Kuchen zu finden. Okay, das nächste Monster. Oh mein Gott, wer ist das? Hellblau, das nächste Rainbow Friends Monster, als ob... Oh mein Gott, okay, das ist Cyan. Es ist Cyan, das bedeutet... Ich wundere mich, wieso er so an diesem Käfer interessiert ist. Okay, ich schätze mal, dass immer in der Nähe von diesem Käfer, von diesem Marienkäfer, auch irgendwo Cyan sein wird. Das bedeutet... Alles klar, Leute, willkommen zu meiner Sendex Kochshow. Als erstes braucht ihr 3 Eier, dann braucht ihr 4 Löffel Mehl und ja, ihr Kuchen ist fertig. Voila! Okay, wir müssen jetzt anscheinend Kuchen oder Zucker finden. Zucker, 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 zack. Ich dachte, das wäre Zucker, dieser Skisse. Okay, wir müssen jetzt hier Zucker für den Kuchen finden. Und wir haben anscheinend nicht nur Yellow als neues Rainbow Friends Monster, sondern tatsächlich sogar auch Cyan. Okay, das ist Yellow. Ganz vorsichtig jetzt. Eine falsche Bewegung machen. Okay, dumm. Er fährt mit der Achterbahn. Alles klar, Leute. Er macht seinem Namen auch alle Ehre. Er so lalalala. Er fährt ein bisschen mehr mit der Achterbahn. Ich glaube, hier vorbeizuschauen lohnt sich nicht. Wir gehen auf die Zipline. Zack. Und schauen uns mal hier um. Wer hier irgendwo... Oh, da ist er, das Cyan. Das neue Monster. Das neue Rainbow Friends Monster. Okay, oh, da ist Zucker. Okay, da ist eine Packung Sugar. Ey, mein Zucker. Na? Da, oh mein Gott. Ich geh in den Karton. Das ist Cyan. Oh mein Gott. Oh, schaut euch mal seine gefräßige Zähne an. Was ist das? Was ist das für eine Kreatur? Vor allem, wie schnell er war. Habt ihr gesehen? Er ist ja instant auf uns zugelaufen. Okay, das war gruselig. Schon sehr gruselig. Aber die Luft ist rein. Von Yellow haben wir uns schon schnappen lassen. Aber jetzt nicht von Cyan. Bitte nicht von Cyan. Okay. Ein bisschen Zucker in die Schüssel rein. Let's go. Moin, was geht ab? Okay, wir spielen mal hier nach unten. Gibt es hier... ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Oh mein Gott, das ist Yellow und Cyan auf einem Fleck. Habt ihr uns gesehen? Er fliegt hier rein. Alles gut. Und was ist das für ein Monster? Das ist wirklich so ein Flugdinosaurier. Aber er kann nicht mal fliegen, sondern er hat diesen Helikopter, dieses Helikopter-Ding noch auf seinem Buckel drauf. Aber das ist Zucker. Zucker.
Ganz vorsichtig. Okay, es wird von nichts bewacht. Da ist Yellow und... Okay, Blue ist da. Okay, er muss einfach nur vorbeigehen. Sehr, sehr gut. Und dann stappen wir uns hier die nächste Packung hier am Start. Okay, er ist weg, er ist weg. Zack, okay, okay. Oh mein Gott, das ist Yellow. Das ist Yellow. Jetzt. Nicht wie, oh mein Gott, weg hier. Oh mein Gott, wieso sind alle hier? Nein. Wieso sind alle hier? Wieso sind alle Rainbow Friends Monster hier? Kommt ihr da unten? Alles gut. Hier ist die nächste Packung. Wir haben bis jetzt schon mal zwei... Wir haben zwei gefunden. Ich glaube, hier sollten wir nicht reingehen. In dieses Labyrinth. Oh, hier haben wir das nächste. Okay, drei... Nein. Oh mein Gott, das ist Purple. Er ist in diesem Nebel drin. Oh, jetzt verstehe ich's. Er ist in diesem Nebel drin. Warte mal, sind wir sicher? In Chapter 1 war er nur in diesem Lüftungsschächt. Und das ist der... Ich glaube, hier sind wir safe. Das sind so diese kleinen Checkpoints hier, diese Steine. Boah, mit seinen Händen. Okay, wie er hier entlang geht. Okay, zack. Weiter geht es. Drei Stück haben wir gefunden. Sehr, sehr gut. Wir schauen uns weiter um. Im Mario Kart Abteil oder im Rainbow Friends Race hier. Willkommen zum Rainbow Friends Race hier. Wir haben ein bisschen Zucker. Brauchen wir eigentlich nur Zucker für den Kuchen oder was? Das ist eine absolute Zuckerbombe. Der Kuchen. Junge, einfach ein Kuchen. Kommt aus Zucker. Oder ich glaube, die anderen Zutaten haben wir schon. Ich glaube, Eier, Milch, Mehl, alles mögliche haben wir. Nur den Sugar brauchen wir. Okay, ich glaube, auf der Rainbow Friends Strecke gibt es auch nichts. So, bis jetzt haben wir drei Stück. Okay, drei haben wir auch nochmal am Start. Das bedeutet noch drei. Drei. Müssen wir jetzt auf jeden Fall noch finden. Hier irgendwo auf der Map. Vor allem, was machen die anderen Spieler? Ich hoffe, keiner wurde geschnappt oder irgendwie sowas. Von den anderen Rainbow Friends Monster. Das wäre ganz und gar nicht gut. Ich höre irgendwen. Mal lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Gehen aus der Tür raus. Hier ist nichts. Ah, unser Axolotl-Freund. Ey, vor was steckst du dich, Kollege? Hast du ein bisschen Zucker gefunden? Let's go, er hat auch was gefunden. Wir sind so ein gutes Team hier. Okay, das bleiben noch zwei Stück. Wo können die letzten zwei sein? Dumm, was machst du hier, ey? Er versteckt sich die ganze Zeit. Mein Gott, ey. Kannst du vielleicht mal ein bisschen helfen, hier irgendwas zu finden? Vielleicht mal noch eine Zuckerpackung. Okay, lass uns mal hier ins Schloss gehen. Von Blue. War der hier schon drin? War hier? Hat irgendwie hier schon nachgeschaut. Was hat Blue eigentlich hier für ein Schloss? Ist er wirklich... Oh! Okay. Alles klar, Green. Sorry, dass du der neue König bist. Das wusste ich aber jetzt noch nicht, Kollege. Gehen wir mal hier entlang, hinterm Thron. Ist auch keine Zuckerpackung oder irgendwie sowas. Wir müssen eigentlich hier rein. Wir müssen dann natürlich aufpassen. Hier ist auch nichts. Da ist was. Let's go. Die nächste Packung haben wir gefunden. So, das wird noch eine fehlt uns, so. Lass uns die erstmal zurückbringen und dann fehlt uns noch eine letzte Packung. Vielleicht könnte sie auch hier irgendwo in der Nähe sein. Okay, wir haben hier sogar ein Kuscheltier von Blue. Wer ist er? Dumm! Was machst du hier? Oh mein Gott, ey. Was ist der für ein Noob? Okay. Aber, oh, nee. Okay. Dumm. Dreh dich um. Renn! Oh mein Gott! Renn weg. Renn. Nur für Mitarbeiter. Ich bin seit neuestem Mitarbeiter im Freizeitpark von den Rainbow Friends. Okay. Gibt's hier irgendwas? Manuzentrale? Okay, wir gehen lieber hier rein. Oh, okay. Jetzt sind wir hier. Aber hier ist kein Monster. Wir werden hier gleich vorbeikommen. Ja, wir werden hier einen leckeren Kuchen backen. Ne? Darum auch. Nein, kannst du dich freuen. Bitte nicht. Okidoki. Das war knapp. Also nochmal will ich nicht fliegen. Einmal fliegen war cool. Man hat so ein bisschen den Freizeitpark von oben gesehen, aber... Also, mir war ein bisschen schwindelig. Nochmal würde ich das Ganze nicht so gerne machen. Okay. Wir müssen jetzt einfach nur hier noch an ihm hier vorbei. Wir rennen. Und dann, Freunde, fehlt noch eine letzte Sugar-Packung oder irgendwie sowas. Let's go! Oh, Junge, wie viel Zucker haben wir? Das geht hier über die Schüssel heraus. Wir haben es geschafft. Okay, wir haben ja Mehl, Zucker und alles am Start. Das bedeutet, okay. Jo, Junge, er rollt weg. Er rollt zum Kuchen. Junge, wir haben jetzt den Kuchen gebacken und das bedeutet... Nam. Jo, lass es dir schmecken. Oh, es hat funktioniert. Let's go. Yeah. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt tatsächlich abgelenkt. Ist unser Axolotl-Freund noch am Leben? Okay, unser Axolotl ist unser Toastfreund. Let's go. Wir leben noch. Okay. Schnell, das bedeutet, die Luft ist rein. Da ist der. Er ist unseren Kuchen am Essen. Und währenddessen können wir jetzt hier den geheimen Secret-Bereich betreten. Oh, Junge, bin ich aufgeregt. Das ist genau der Bereich von Orange. Okay, ihn haben wir auch noch nicht gesehen. Wir haben bis jetzt jedes Rainbow Friends Monster gesehen. Ich glaube, außer Orange. Das bedeutet, wir betreten jetzt die Höhle. Oh, okay. Es geht hier ab.
auf die Achterbahn. Alle mal einsteigen! Vertraust du diesem Player? Ja, dann komm rein, steig ein, Kollege, steig ein. Steig ein, Toast! Okay, jeder sucht sich ein Michael aus. Wow, ich bin der Einzige, der hier alleine sitzt, Leute. Alles klar? Kann ich umsteigen oder so? Kann ich hier mit einsteigen? Nee. Okay, wir setzen uns... Oh, wir fragen. Leute, kann ich rein bei euch? Ich habe es programmiert, dass wir zum Ausgang kommen. Okay, wir steigen lieber hier ein. Bevor wir gleich alleine losfahren. Pass auf und folgt dem Cut. Ja! Let's go, links, rechts. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt immer hier... Okay, wir müssen jetzt immer den richtigen Weg hier folgen. Rechts! Okay, ich glaube, wir übertreiben ein bisschen. Wir fahren hier mit 5 km/h und übertreiben so richtig. Okay, da würde ich sagen, links oder rechts? Rechts! Wir sind komplett übertreiben immer die Richtung. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt wirklich lenken. Und wir fahren jetzt hier mit der Achterbahn. Wir fahren heute auf Klassenfahrt. Duda. Let's go! Wir müssen jetzt hier den richtigen Weg entscheiden. Den wir durchführen. Okay. Das bedeutet, wir müssen immer aufpassen. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier so... Ja, rechts. Alle mal abbiegen. Alles da nach links. Okay, ich glaube, hier müssen wir nichts machen. Ich glaube, nur wenn wir uns für einen bestimmten Weg entscheiden müssen. Boah, da sind die ganzen Köpfe. Diese Lookies oder wie die heißen. Das ist der Ausgang. Also steht zumindest Ausgang. Ob das der Ausgang ist, das weiß ich nicht. Aber sind wir draußen? Moin, Leute? Hallo? Warte, sind wir falsch? Wo sind wir? Wo sind die anderen? Hier ist der Kuchen. Aber wieso sind wir alleine, Freunde? Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Irgendwie habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Aber den falschen Weg gewählt. Leute, warte mal, da ist der Ausgang gewesen unten. Sind wir nicht gerade am Ausgang vorbeigefahren? Okay, da ist Orange. Okay, folgt dem Kuchen. Oh. Ab geht es. Nach unten. Und oh mein Gott, das Türen. Oh, ab geht es. Oh mein Gott. Er verfolgt uns, oder? Schnell. Okay, wir müssen den Wagen folgen. Oh mein Gott. Er kommt. Okay. Rechts. Schnell. Wir müssen. Oh mein Gott. Von den Rainbow Friends wollen wir abhauen. Was geht ab? Okay. Einfach nur den Wagen folgen. Was ist das für eine coole Verfolgungsjagd hier? Okay. Yo, Looping. Oh nein. Hier wird schlecht. Okay. Alles gut. Looping überlebt. Okay, jetzt sind wir ein bisschen zu schnell. Lava, Explosion, Dynamit. Verboten. Kein Eingang. Und. Oh mein Gott, was passiert hier? Was zum Teufel passiert hier? Alle mal festhalten. Okay, Gefahr voraus. Umdrehen. Ernsthaft, dreh dich um. Okay, ich glaube, es gibt... Oh! Yo! Wow! Oh mein Gott! Wir sind jetzt hier ganz oben beim Freizeitpark. Festhalten! Let's go! Oh mein Gott, was ist das für eine Achterbahnfahrt? Junge, einfach mal die nach 5 km/h. Auf einmal geht es richtig ab hier. Okay. Einfach dem Wagen folgen. Einen Moment. Okay, wo geht's lang? Links, rechts? Okay, geradeaus ist Blue, das bedeutet rechts! Oh. Okay, wir sind Blue entkommen. Das bedeutet, Blue und Orange sind Geschichte. Junge. Wir fahren jetzt wirklich hier durch den ganzen Freizeitpark. Durch die ganzen Schätze. Junge, ist Blue reich? Okay, das ist Yellow, das bedeutet nach links. Links! Okay, zack. Einmal nach links abbiegen. Wir dürfen uns jetzt hier bloß nicht schnappen lassen hier. Schneller da vorne. Okay, danke fürs Besuchen. Okay, das hier, das bedeutet nach rechts. Nur für Mitarbeiter. Unter Konstruktion. Warte mal, was? Wo geht es? Und, oh, wir fahren in den Müll rein. Oh, wir sind gecrashed. Wir sind gecrashed. Leute, da seid ihr wieder. Wo wart ihr alle? Alles gut bei dir? Ich habe gerade gepostet einfach. Und, nein, Zyan ist da. Er ist uns hinterhergerannt. Nein. Rennt! Oh mein Gott, rennt weg, bitte. Oh mein Gott, hier haben wir die ganzen Köpfe. Hier haben wir das ganze Rainbow-bunte Köpfe. Oh nein, Zyan ist hinter uns her. Rennt. Schnell, durchkriechen. Oh mein Gott, was eine Verfolgungsjagd. Wir müssen raus. Oh mein Gott, er ist hinter uns her. Er wird uns kriegen. Oh, wir sind ganz weit hinten. Wieso sind wir so weit hinten? Wieso sind alle so weit vorne? Okay, alles gut, Leute. Macht euch keine Gedanken um mich. Und? Schön. Wir haben es geschafft. Und Zyan ist immer noch im Gebäude eingesperrt. Und hat es nicht geschafft, uns zu schnappen. Oh mein Gott, wie spannend war das denn? Und haben wir es geschafft? Ja, let's go. Du hast Chapter 2 überlebt. Rainbow Friends, Freunde. Wie cool war das denn?
das war jetzt wirklich der zweite Teil, Chapter 2 von den Rainbow Friends. Wir haben das geheime Ende freigeschaltet, das ganze Spiel durchgespielt. Okay? Die Frage ist, kommt da noch was? Oh. Okay, es kommt ein geheimes Ende. Okay, wir haben hier Blue auf seinem Thron drauf. Wo ist Blue? Wir werden spät sein. Okay, er ruht sich da aus. Auf seinem Thron anscheinend. Aha. Das bedeutet, wahrscheinlich wird die Fortsetzung folgen. Fortsetzung gefolgt. Das war jetzt aber, okay, Chapter 2 von den Rainbow Friends. Freunde, ich muss sagen, Oddworld. Meine Erwartung wurde auf jeden Fall übertroffen. Es war wirklich so cool. Es war so eine riesengroße, brandneue Map. Wir haben neue Monster kennengelernt, wie Yellow oder Cyan. Es war wirklich, hat wirklich super viel Spaß gemacht. Vor allem die Verfolgungsjagd mit der Achterbahnfahrt hat mir richtig gut gefallen. War super spannend. Aber wir haben es jetzt wirklich geschafft. Yo, mein Axolotl-Freund ist auch am Start. Ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen, Freunde. Ich bin gespannt auf Chapter 3, was uns alles in der Zukunft erwarten wird. Aber ich denke mal, für heute soll es gewesen sein, Freunde. Mit dem besten Rainbow Friends Teil, den es gab, mit Chapter 2. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.